Hallo Conny. Okay. Hallo. Hallo, lieber. Nee, Erik war dein Name, ne? Eike. Eike, siehst du, ich bin schon total verwirrt. Sorry, ich kann gut. Da nichts dazu. Das ist alles gut. Passt für mich. Also, passt ich wollte extra mal hier mit dir in den Laden reingehen. Wir sind hier auf dem Dorf übrigens, nicht in der Stadt. Ja, wo denn ungefähr? Und wir haben. Wo denn ungefähr? Letzte Sitzung von Bayern tatsächlich. Also wenn du Bayern da hast als ein Komplex, dann sind wir oben in dem Dreiländereck Bayern, Thüringen, Hessen. Okay. Und mich hat es ab dem ersten Tag eigentlich schon geschockt. Da hatte mir meine Schwester ein Bild aus dem Aldi in Bad Kissingen gezeigt. So, ja. Ich bin jetzt hier in meinem Dorf und wir haben hier so ein tolles Toilettenpapier, das heißt Happy End. Willst du mal kurz zeigen? Ja, geil. Ist gut, oder? Ja, schön. Ich auch gut in Joke. Und ich möchte dir zeigen, auch heute sind die Regale mächtig leer. Wow. Toilettenpapier. Ja. Zebra-Wischung weg. Also übrigens auch die Nudelfraktion. Nudeln sind weg. Ja. Wusstest du eigentlich, so Nudeln machen dick, Klopapier schmeckt nicht und sorgt für Verstopfung, gell? Sozusagen. Danke. Das ist lustig. Ja, also es gibt noch ein paar Sachen, die sind verschwunden hier, aber also anscheinend haben die Leute schon genug Konserven zu Hause. Da sieht es noch ziemlich üppig aus. Aber auch das Gemüse und die Früchte wurden aufgekauft. Da gehen wir auch nochmal ganz schnell hin. Zacki, zacki. Ja, wie geht's dir denn sonst so? Warte, da reden wir gleich drüber. Aber hier. Oh, keine Äpfel mehr auch da? Immer. Keine Bananen mehr da? Nichts. Nichts. Doch, ich sehe was Rotes. Das sind Tomaten. Ja, ein Päckchen Tomaten. Ansonsten ist die ganze Zeile leer. Nagel. Und das Lauch. Ja. Da kann man doch fast noch eine Suppe draus machen. Also das geht jetzt also tatsächlich schon eine Woche lang so. Und das finde ich komplett heftig, ganz wow, ehrlich. Eine Woche. Ja, also das hat jetzt gerade erst angefangen mit dieser Meldung, wir hätten eine Pandemie in Deutschland mit dem Coronavirus und die Leute, die reagieren schon sehr heftig. Und ja. Weil du mich gerade fragst, wie geht's mir damit? Nicht gut. Weil wenn ich sehe, wie die jetzt schon reagieren, habe ich Angst um meinen Hintern, wenn die nichts mehr zu essen haben. Weil dann geht's nämlich richtig los hier. Na, die haben ja nur noch Klopapier. Ja, noch. Aber wenn es jetzt mal angenommen, die würden diese Pandemie noch Wochen, ein paar Wochen oder vielleicht sogar mehrere Monate hinziehen, dann wäre auch deren Vorrat aufgebraucht. Ja, wahrscheinlich. Und dann kannst du dir vorstellen, was da los ist. Wir haben hier noch einen Truppenübungsplatz übrigens in Wildflecken, wo Elvis Presley auch stationiert war. Mhm. Und da schießen die ganze Zeit, machen die ganze Zeit Übungen, gell? Und es geht jetzt also nicht nur gestern oder heute so, sondern auch schon eine ganze Weile. Also ich habe wahnsinnig viele Militärfahrzeuge hin und her fahren sehen. Also die hatten das schon vorbereitet. Für mich ist das irgendwie ein ausgemachtes Ding. Und ist für mich keine Vermutung, weil ich beobachte die ganze Zeit schon alles. Bitteschön. Und für mich ist es eher ein Schock, wie schnell man, wenn man es möchte, in diesem System, ein komplettes System lahmlegen kann. Ja. Und das finde ich krass. Also das finde ich wirklich krass und das macht mir persönlich richtig Angst. Also mir macht der Virus keine Angst. Ich hatte mit zwei Grippeviren, hatte ich zwei ganz heftige Lungenentzündungen. Und wer da, also, naja, sagen wir mal, die eine war so heftig, da hat sich die Lunge schon mit Wasser gefüllt. Wow. Über diese Grippeviren wurde nie ein Ton verloren und in diesen Jahren sind auch wirklich viele Menschen gestorben, wie die Statistiken zeigten. Und jetzt wird halt dieser Virus vorsorglich mal hochgeschaukelt. Ja. Gut, wenn es jetzt stimmen würde, dass wir sowas schnell Verbreitbares da hätte, wäre es auch gerechtfertigt, dass man sagt, wir stellen jetzt mal alle sozialen Tätigkeiten ein. Das ist richtig, also das wäre eine richtige Reaktion, aber dann müsste man das tatsächlich bei jedem Grippevirus machen und nicht, also für mich sieht es wie eine Feuerwehrübung aus, weißt du?
Ich hatte 2001 hatte ich eine dicke Grippe. Da lag ich auch sechs Wochen mit Flach. Sechs Monate? Um Nein, Gottes sechs Wochen. Willen. Sechs das Wochen. Ist schlimm. Das musst du mal preisgeben. Ja, okay, sechs Wochen. Ja, das ist schon... Ganz so, Fleisch. Ups, Fleisch ist auch weg. Oh. Das sind ja alles also Fleischesser. Die Vegetarier verhungern jetzt auch, die Fleischesser verhungern heute. Das vegetarische Zeug ist noch halbwegs da, aber das wurde auch leicht geplündert, sicher. Ah, da gibt es noch von... von diesen Mühlen-Dingsbums da. Gibt's noch. Mhm. Also, mir macht eigentlich die Gesellschaft Angst. Also, mir macht es richtig Angst. Und ich hatte auch die ganzen Jahre Panik und wollte hier weg. Jetzt weiß ich warum. Vielleicht ist es nur eine Übung, wenn wir Glück haben. Vielleicht wollen sie aber auch ganz den Sack zumachen, wer weiß. Ja, das weiß keiner so genau. Das wird sich zeigen. Das wird sich zeigen, klar. Aber na, wenn es nur eine Übung ist, dann werden die so reagiert hatten wie ich, wieder als hysterisch abgestempelt und alle lachen drüber. Und vielleicht geht es dann ein Jahr richtig los, wenn man weiß, wie die Gesellschaft reagiert. Ich meine, dann kann man ja auch schon absehen, was passieren könnte, wenn man es mal ernst meint. Ja, das stimmt, ja. Alles Mutmaßungen. Genau, eine meiner Fragen wäre dann tatsächlich gewesen, was sind die Beobachtungen, die du gemacht hast? Meine Beobachtungen? Die Leute verhalten sich ruhig. Ja. Die Leute verhalten sich ruhig, aber an den Einkäufen sieht man, sie hamstern und ihr Ego ist angesprochen. Ja. Muss jetzt ganz schnell reagieren, weil sonst muss ich sterben oder verhungern oder sonst irgendwas. Ich weiß es nicht. Ja gut, also der Körper kann 30 Tage ohne Nahrung auskommen. Bei Wasser sieht es dann anders aus, gell? Ja, Wasser hätten wir noch genug da. Darüber sprechen wir ja dann auch, wie man es reinigt. Und das ist wirklich wichtig. Also solange das Wasser noch halbwegs sauber hier fließt, dann hat man auch die Möglichkeit, es für sich gut reinigen zu können und es trinkbar zu machen. Ne? Wie zum Beispiel aus Flüssen. Wir haben ja hier die Fränkische Saale. Da kann man das hervorragend man kann es hervorragend vorbereiten, dass es dann eine Reinigungsstufe hat, die der Körper auch verträgt, ohne krank zu werden. Ja, am einfachsten ist Abkochen, das tötet ganz viele Bakterien und Viren ab. Sicherlich sind weitere eine Möglichkeit, aber vielleicht möchtest du, wenn es richtig schlammig ist, es vielleicht auch nochmal ein bisschen vorreinigen, aber wie gesagt, da kommen wir ja noch dazu. Ja, da möchte ich jetzt gar nicht vorgreifen. Das stimmt. Sedimentfilter sollte man verwenden. Genau. Ja. Gibt es dann etwas, was du jetzt uns noch dringend mitteilen möchtest? Ich möchte Folgendes mitteilen. Und zwar, dass diese krasse Hysterie, die da gerade stattfindet, also nicht meines Erachtens nicht gerechtfertigt ist. Und dass wir, wenn wir uns unabhängig machen wollen, beziehungsweise uns nicht so unbedingt auf dieses Konstrukt einlassen wollen, dann sollten wir erstmal unseren Geist irgendwie auf uns ausrichten und vielleicht mal selber prüfen, was da jetzt überhaupt dran ist, was die Medien da so rausschleudern. Ich habe in den letzten Jahren ja wahnsinnig vermehrt festgestellt, dass die Medien also gewisse Interessengruppen nur noch unterstützen und so die Wahrheit gar nicht mehr ans Licht kommt. Also ich finde es momentan sehr schwierig in diesem System als Mensch, der die Wahrheit liebt, zu sein und hier auch, ja, irgendwas zu bewirken. Also für mich ist das hier gerade der falsche Film, wenn ich ehrlich bin. Also es ist wie so ein falscher Film irgendwie. Kann ich gar nicht anders beschreiben. Ja. Hervorgerufene Panik und jeder steigt drauf ein. Da lang ich mir an den, ehrlich, ich lang mir an den Kopf, wie verrückt die Menschen sind, wie unbedacht und wie leicht die sich beeinflussen lassen. Ja. Sorry, aber nee. Da muss ich sagen, echt. Werdet bewusst da draußen, werdet bewusst und schaut euch genau an, was hier für ein Ding abläuft und lasst euch nicht so hohl verarschen. Sorry, wenn ich das sage, aber es ist für mich eine große Verarsche
da steckt eine riesen Mafia dahinter. Und für mich ist es gerade, also too much. Es ist eine schöne Nachricht an die Welt. Werdet bewusst. Ja. Das finde ich gut. Ja, bitte. Ich bitte darum. Je schneller, desto eher haben wir sensitiven, nicht mal diese Flut an Scheißinformationen und Scheißgefühlen, die wir da alle reingeballert kriegen. Weil also ich halte es, ich bin seit meiner Kindheit bin ich hochsensitiv und ich kriege das nicht mehr gebacken, was hier los ist, ehrlich. Das sind zu viele Informationen, zu viel Input, zu viel Negatives. Und das, wo wir eigentlich hier sind, um Happy Feelings zu installieren und die Leute in eine gute Stimmung zu bringen und wieder auf ihren Weg. Und das sollte man sich als Mensch doch mal überlegen, wem folge ich? Folge ich jetzt diesen Panikmachern, die ja gewisse Dinge verfolgen? Oder möchte ich tatsächlich den lichten Weg gehen und möchte endlich raus aus diesen Zwängen, raus aus dieser Beherrschung und so weiter und so fort. Du weißt, was ich meine. Du weißt, was ich meine. Voll und ganz bei dir. Conny, vielen herzlichen Dank für diese 5 Minuten. Und ich wünsche mir, dass deine Worte die Menschen erreichen, die dieses Video jetzt sehen werden. Herzlichen Dank. Ich danke dir.